Marco Kamberg, ich bin hier heute als Change-Architekt, habe ich mich betitelt. Mein eigentlicher Einstieg in den Vortrag sollte etwas mit einem Schwarm zu tun haben. Da haben wir jetzt gerade eben was schon zu gehört. Wir hatten allerdings diese Woche so eine spannende Erlebnisse, dass wir das gestern Abend, als wir aus Berlin zurückgekommen sind, Carsten und ich, komplett gekickt haben. Und ich möchte Ihnen eher zum Einstieg ein Bild von unserer Woche geben. Wir hatten das Ziel, diese Woche mit ungefähr 20 Leuten gemeinsam neue Zielzustände in einer Abteilung, wo wir unterwegs sind, aufzubauen. Diese Zielzustände, da haben in der Summe 14 Verbesserer dran gearbeitet. Wir hatten 3 Coaches und 3 Second Coaches, wie wir das nennen. Die Leute waren in unterschiedlichen Teilen der Abteilung unterwegs. Da ging es um Qualitätsthemen. Wir hatten Durchlaufzeitthemen, Produktivitätsthemen und so weiter. Und wir sind am Montag gestartet mit dieser Eingangszielstellung, die das erste Mal, wie Gerz sagen würde, auf Level 3, das heißt von Unternehmenszielen runtergebrochen zu prozessualen Zielen, Eingangszielen halt, abgeleitet wurden. Und die wird Carsten Klages jetzt gleich berichten. Und das Bild, was ich Ihnen mitgeben möchte, ist, am Mittwoch war es so, dass wir gemeinsam zum gewissen Stand vom Ist-Zustand gekommen sind, dass wir bauen das in diesen T-Profilen auf, die linke Seite fertig hatten. Und bei der rechten Seite sind wir am Donnerstag gelandet und wir hatten noch relativ viel Arbeit vor uns. Auf einmal sagen die Second Coaches, Marco, wir haben ein Problem. Wir sind heute einen halben bis einen Dreiviertel Tag nicht dabei. Du musst leider die 20 Leute alleine managen. Super, super viele Leute, unterschiedliches Fähigkeitsniveau und auf einmal darf ich alle alleine managen. Was haben wir gemacht? Ein Meister von uns hat 4 Verbesserer betreut und er musste mit diesen beiden mit diesen 4 Verbesserern, das waren 2 Teams, musste er seine Zielzustände aufbauen. Und ich hatte gar keine Chance, bei allen Ecken und Enden dabei zu sein. Wir sind jetzt in dem Programm ein Jahr und nach diesem Jahr sind die Meister an einem gewissen Level, wo die Zielzustände selber so gut schon erstellen können, dass sie ihre Teams sehr gut dabei steuern können. Und mein Bild war, ich brauchte nur noch zwischen den einzelnen Meistern hin und her zu gehen und die haben die Zielzustände ihrer Teams quasi ganz alleine gesteuert und haben sie dahin bekommen, dass wir am Ende der Woche wirklich fertige Zielzustände hatten. Das war ein tolles Erlebnis. So, dieses tolle Erlebnis an der Stelle war, dass dieses Team von 20 Leuten mir quasi meine Aufgabe abgenommen hat. Die haben wie ein Schwarm auf das Problem, was da aufgetreten ist, dass 3 Leute aus dieser Kette komplett wegbrechen, haben die gelöst, indem sich alle eigenständig quasi gesteuert und weiterentwickelt haben. Das ist ein Vogelschwarm da oben und dieser Vogelschwarm reagiert auf Böen, auf Feinde in der Luft etc. ganz adaptiv und das haben die an der Stelle auch gemacht. Und unser Fokus an der Stelle diese Woche war, oder vielmehr an diesem Vortrag ist, wir wollten diese Zielzustände aufbauen über die Coaches. Das heißt, wir möchten, oder ich als externer Trainer möchte nicht zu stark eingreifen, die sollten das alleine machen. Sie kennen alle die Hypothese hier, gute Ergebnisse durch gute Prozesse, durch gute Mitarbeiter am Prozess. Und die entstehen durch die gute Führung. Was wir geschafft haben, ist, einen Schwarm hier aufzubauen, eine gute Kultur, die in der Lage ist, das alleine in diesem Bereich zu machen. Diese Kultur überführt in ein etwas komisch ausschauendes Organigramm, wie man sehen möchte, ist, wir sehen hier in der Mitte eine Werksleitung mit den unterschiedlichen Abteilungen, den Gruppen darunter, den Meistereien und bis zu den Mitarbeitern hin. Und das ist unser Bild vom Schwarm, wo wir darstellen wollen, wie eigenständig diese Organisation laufen und arbeiten kann. Und das möchte Carsten Klages jetzt kurz berichten. Ja, also wir streben an diesem Standort. Mein Name ist Carsten Klages, ich arbeite für die Siemens AG Energy-Sektor und bin in Berlin an einem Standort, der Gasturbinen baut. Das ist unsere Organisation, etwa 1000 Menschen haben wir hier. Und unser Ziel ist es, und das ist von unserer Werksleitung so ausgegeben, dass wir in 3 bis 4 Jahren es schaffen, flächendeckend mit Kata zu arbeiten in diesen verschiedenen Funktionen, also Verbesserungskata, Coach-Kata, Coach-Coach-Kata. Da sind wir unterwegs. Wir haben das Programm offiziell gestartet vor genau einem Jahr. Es gab eine kurze Vorbereitungsphase,
Als Teil dessen haben wir auch einen internen Siemens, einen Change-Architekten installiert. Das ist meine Person. Und dann sind wir aber auch schon schnell gestartet hier mit einem Team in einer unserer Fertigungsabteilungen, bestehend aus 10 Leuten. Und alle 10 haben zunächst einmal die Fähigkeit, mit der Verbesserungs-Cutter zu arbeiten, erlernt. Also wir haben die alle in so ein Trainingsprogramm getan. Die verbessern aktiv an unseren Prozessen. Wie die aussehen, zeige ich ein bisschen später. Einige Zeit später haben wir angefangen, aus dieser Gruppe von 10 Mitarbeitern oder 10 Teilnehmern, sage ich mal, 10 Verbesserern Coaches herauszuziehen, 4 an der Zahl, und haben dann einige Zeit später ausgeweitet. Sie sehen jetzt wieder mehr hellgrüne Punkte hier. Wir haben also weitere Verbesserer dazugenommen. Und so sehen Sie jetzt den Weg, wie wir uns versuchen, diesem Zielzustand anzunähern. Wir haben danach in eine weitere Abteilung ausgeweitet, wieder nach dem gleichen Prinzip, 10 Verbesserer zunächst einmal, haben dann, das war jetzt vielleicht ein bisschen schwer zu sehen, wir müssen oben rechts gucken jetzt, da sehen Sie, da verwandeln sich mehr Verbesserer in Coaches, haben also weitere Coaches rausgezogen, weil wir aufgrund der höheren Anzahl der Verbesserer mehr Coaching-Kapazität brauchten. Haben dann gesehen, oh, die Coaches, die müssen wir auch irgendwie weiterentwickeln. Wir brauchen sowas wie Coach-Coaches, haben also Coach-Coaches da rausgezogen und entsprechend gelernt, wie man die qualifiziert, oder ich sag mal, wir sind noch dabei. Und dann haben wir hier in der nächsten Abteilung Coaches rausgezogen. Das ist der Stand, wo wir aktuell sind. Genau. Wenn wir jetzt auf die Rolle des Coaches in dieser Ausweitung eingehen, heißt das, wir haben mit einem Expeditionsteam, wie wir das nennen, andere nennen es die Advanced Group, haben wir gestartet, was innerhalb der Hierarchieketten war, direkt von Anfang an. Und die haben an ihren realen Prozessen relativ schnell gelernt. Wir versuchen das Ganze sehr stark auf den Fokus, wie müssen wir coachen, um gute Verbesserer zu entwickeln, zu fokussieren. Und das ist ein Ausschnitt von dem, was wir gelernt haben, was Coaches wahrscheinlich können müssen, um 2 wichtige Funktionen zu kombinieren. Auf der einen Seite sagen wir die ganze Zeit, ja, es geht darum, dass wir Verbesserungsprozesse am Laufen haben und immer besser hinbekommen. Das heißt, um Ergebnisse, um Zielzustände aufzubauen etc. Und auf der anderen Seite geht es darum, Leute zu entwickeln. Das heißt, Challenges setzen. In Abhängigkeit, Ralf Richter hat es gerade eben schön in seiner Folie gehabt, Abhängigkeit von dem aktuellen Fähigkeitsniveau, wo die Personen stehen. Das ist ein Auszug von den Fähigkeiten, die wir letztendlich jetzt entwickelt haben oder die wir trainieren möchten. Wir möchten einen kleinen Auszug geben in einem Problem, was wir hatten. Und zwar ist das der Verlauf eines Projektes oben oder eines Zielzustandes, wo es darum ging, die Durchlaufzeit an einem Wertstrom, Teilwertstrom auf, ich glaube, 1,25 Tage zu reduzieren. Und da war ein Zwei-Mann-Team dran. Dieses Zwei-Mann-Team hat in KW1 gestartet, mit diesem Ziel, daran zu arbeiten. Wir haben es gemessen, wie es sich entwickelt, und in KW12 war es, glaube ich, oder 11, sind wir mit den Coaches gestartet. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt waren auch die Führungskräfte als operative Verbesserer jeden Tag in ihrer Routine drin. Ab dem Zeitpunkt, wo wir die Coaches rausgezogen haben, das sieht man, glaube ich, leider nicht 1:1 in dieser Grafik, geht das Ergebnis ein wenig wieder zurück. Es geht wieder nach oben, die Durchlaufzeit. Und dann haben wir uns mal angeschaut, woran liegt das denn eigentlich? Und haben die Schritte, die die Personen gemacht haben, auseinandergenommen. Das sieht man auf der unteren Seite. Als uns das aufgefallen ist, dass das Ergebnis zurückgeht, haben wir unsere Sicht ein wenig geschärft und mal unterschieden, was für Schritte wurden denn gemacht. Hat man Analysen gefahren? Hat man Experimente gemacht? Hat man versucht, einfach Dokumentation oder sowas zu machen? Und das Ergebnis sehen wir hier. Und ein Problem, was wir da hatten, war, dass die Coaches es nicht geschafft haben, die Verbesserer in die Umsetzung, also in Experimente zu bringen, weil ihnen selber unklar war, wie geht denn das eigentlich? Also ich habe zwar selber jetzt Experimente gemacht, aber die andere Seite, eine Person in Experimente reinzubringen, ist dann doch noch was anderes. Und dann haben wir an der Stelle angefangen, Lernzieltrainings aufzubauen. Das heißt, was brauche ich denn eigentlich als Coach für Wissen, damit ich meinen Verbesserer in dieses Experimentieren reinbringen kann, sind mit einer einfachen Theorierunde und einem anschließenden Alltagsbeispiel, also aus unterschiedlichen Bereichen halt gestartet, wie sowas aussehen kann. Man sieht hier so eine Experimentetreppe, die wir dafür aufgebaut haben. Also welche Stufe vom Experiment muss ich denn eigentlich da umsetzen? Brauche ich erste Lernerfahrung oder weiß ich schon, wie der Prozess läuft? Und so setze ich das nach oben weiter fort. Stufe 5 wäre im Alltag realisiert. Und wir haben dann Übungen mit Papierfliegern auch gemacht und dann sind wir vor Ort gegangen und haben das Ganze vor Ort getestet.
Und das zeigt der Carsten Klages. Ja, vor Ort bei uns, also unser Produkt sieht unter anderem so aus. Also wir bauen ja Gasturbinen, die sind relativ groß. Das ist ein bisschen blöd an den Dingern. Was macht auch, dass die Prozesse vielleicht nicht so plastisch sind, wie die in anderen Unternehmen sein können. Also das ist für uns aber halt die Umgebung, mit der wir leben müssen, also was das Verbessern angeht. Und wir hatten eben hier wunderbar dieses Training. Unser Ziel war ja hier, dass wir eben es hinbekommen, dass unsere Coaches die Verbesserer leichter dazu bekommen, ins praktische Verändern unserer doch etwas schwierigen Prozesse zu kriegen. Dafür haben wir zunächst mal, das sieht man jetzt ein bisschen schlecht, aber wir haben ein Formblatt dafür benutzt, was sozusagen so ein bisschen wie so eine Gedankenstütze ist. Das zeigt alle Schritte, wo wir sagen, für ein gutes Experiment musst du dir erstmal überlegt haben, was ist überhaupt deine Hypothese, wie baust du dein Experiment auf, wie beobachtest du das, was willst du lernen. Das haben wir versucht zu strukturieren und damit den Coach ausgestattet. Und dass er sein Team besser führen kann. Und hier sehen wir das Erste, was wir gemacht haben, weil unsere Prozesse ein bisschen schwierig sind, haben wir jetzt erstmal gesagt, wir simulieren das. Und das war für unsere Verbesserer ein ganz wesentlicher Schlüssel, weil die total im Kopf hatten, ich kann doch gar nichts machen und das kann man nicht umbauen und so weiter. Hier ist es relativ sicher, diese Stresstreppe, die ist vorhin auch nochmal aufgetaucht im Rahmen der Hirnforschung. Wir haben das versucht, so ein bisschen rauszunehmen. Und dann muss man sich vorstellen, das baut dann aufeinander auf. Dann habe ich bestimmte Erkenntnisse auf den Tisch gewonnen und traue mich jetzt ein etwas schwierigeres Experiment, was ich schon mal vor Ort mache. Vielleicht noch eine Ergänzung. Wir haben versucht, uns die Frage zu stellen, bei Verbesserungsaktivität, was ist denn da eigentlich Wertschöpfung? Und haben gesagt, Wertschöpfung ist eigentlich wirklich eine physische Veränderung der Prozesse, also wenn sie zielgerichtet ist natürlich nur dann und wirksam ist. Und wir messen jetzt erstmal, was ist bei unseren Schritten die Arten und sagen, physische Veränderungen werten wir erstmal als wertschöpfend. So, genau. Du bist dran. Danke sehr. Da wir das Ganze natürlich zielgerichtet machen wollen, heißt das von oben nach unten runtergebrochen, wie ich eben gesagt habe. Normalerweise, wenn wir in ein Unternehmen kommen, finden wir klassische Ziele vom Management irgendwo runtergebrochen bis Abteilungsleiterebene etc. vor. Das sind nicht unbedingt die Ziele, womit wir die Cutter lernen können. Was machen wir also an der Stelle? Wir fangen an, ein Modell zu bauen, wie wir die Cutter quasi lernen können einfach. Wir steigen ein mit einem einfachen Lernzieltraining, einem einfachen Lernziel. Wir unterscheiden zwischen Lernzielen und Ergebniszielen. Das erste Lernziel ist nur dafür da, die Technik, die Grundtechnik zu beherrschen. Wie frage ich die, oder wie baue ich ein Experiment auf, wie mache ich das im Alltag, alles an realen Prozessen schon. Und danach weiterzumachen, ein etwas schwierigeres Lernziel hier aufzubauen. Das heißt, vielleicht einen Monat oder zwei Monate an sowas dran zu arbeiten. Und wenn die Grundtechnik so gut beherrschen, dass wir sie quasi schon gut coachen können, ziehen wir auf der einen Seite die Coaches raus und auf der anderen Seite bekommen die Verbesserer bekommen die ersten Ergebnisziele. Das kann ein Produktivitätsziel sein, das kann ein Qualitätsziel sein. Und das war der Eingangszustand, wie wir das beim Einstieg in das Programm gemacht haben. Also wir haben sehr stark im ersten Schritt diese Ziele ausgewählt, haben uns die Personen vorher angeschaut und gesagt, okay, der Karl, der kann relativ viel schon verbessern, hat viel Erfahrung, dem können wir ein anspruchsvolleres Ziel geben. Und jetzt war es so, dass wir an einer Phase im Programm waren, wo das zweite Team eingeklinkt wurde. Also Ausweitung hat Carsten eben vorgestellt. Und dieses neue Team hatte natürlich nicht das Vorwissen. Auf einmal kam das dann dazu, dass die aktiv hinterfragt haben, ja, aber warum fragt ihr denn jetzt eigentlich die ganze Zeit diese Fragen? Warum müssen wir denn diese Reihenfolge einhalten bei der Verbesserungsroutine? Ist das denn überhaupt sinnvoll, etc.? Und dazu kam noch, dass wir uns überlegt haben, wofür sind denn diese T-Modelle eigentlich da, diese Zielzustände? Ist das wirklich nur dafür da, um einen Prozess weiterzubringen? Oder kann das einem Coach vielleicht auch dabei helfen, zu verstehen, wo steht denn mein Verbesserer gerade? Wie gut ist er schon in der Lage, eigenständig sowas zu erstellen? Was muss denn für ihn die nächste Challenge, nenne ich es, sein, damit er sich persönlich auch weiterentwickeln kann und seine Fähigkeiten noch besser ausbauen kann? Und wenn wir es richtig machen, in dem Zielentfaltungsprozess von oben bis nach unten, müssen wir diese beiden Sachen irgendwann miteinander verbinden. Ziel ist es, eigenständige Verbesserer zu haben, die das eigenständig können. Nur bis dahin ist es halt noch eine gewisse Reise. Genau. So, wir stellen ja in dem Vortrag wirklich dieses Thema Fähigkeitsentwicklung stark in den Vordergrund. Gerade eben in dem Beispiel haben wir schon gehört, wir haben versucht, Fähigkeiten beim Coach zu entwickeln, damit er bestimmte Fähigkeiten beim Verbesserer entwickeln kann. Und
Wir haben gemerkt, also wir haben uns selbst Ziele gesetzt und haben das versucht, dieser Ho-Shin-Kandi-Prozess, den du vorgestellt hast, da haben wir uns dran versucht und es war wirklich furchtbar, was wir als Ergebnis da zunächst erzielt hatten. Und wir haben gemerkt, so geht es auf jeden Fall nicht. Wir haben es nämlich unstrukturiert gemacht. Wir haben gesagt, wir brauchen einen Prozess. Wir brauchen wirklich einen definierten Prozess, der zwei Dimensionen bedient, nämlich zum einen die prozessualen Ergebnisse müssen passen zu dem, was das Unternehmen will, aber gleichzeitig müssen wir Fähigkeiten entwickeln und die Herausforderungen, die wir da setzen, die müssen so sein, dass sie eigentlich beides bedienen. Und je nachdem, wie erfahren ein Verbesserer ist, mehr Anteil Ergebnis und wenn er unerfahren ist, mehr Anteil Lernen. Nicht ganz einfach. Wir haben uns dann hier einen Prozess erstmal überlegt, wie müsste der denn sein? Also was haben wir alles verbockt beim letzten Mal? Letztendlich ist das hier. Und die mit den Kreuzen, das sind die, die gefehlt haben hier. Dann haben wir gesagt, okay, das können wir ein bisschen versuchen, besser darzustellen. Diesen Prozess haben wir ausprobiert. Dieser Prozess hat jetzt Ziele ergeben, aus denen wir Zielzustände ableiten. Und das ist in dieser Woche passiert von Montag bis Donnerstag. Und da wollte ich einfach mal zeigen, der ist jetzt also ganz frisch, dieser Prozess, wie Sie an dem Datum erkennen, auch nicht ganz pünktlich fertig geworden, aber so ist das mit neuen Dingen. Also hier rausgepurzelt ist eine Tabelle. Und diese Tabelle ordnet verschiedene Verbesserer. Irgendwie kann ich das hiermit tun, ne? So. Ordnet quasi Personen, also ordnet erstmal bestimmten Prozessen Ziele zu. Und dann sagen wir, auf den Prozessen arbeiten die Verbesserer und die Coaches und die Coach-Coaches. Zusätzlich haben wir Rahmenbedingungen definiert, so als Ausschlusskriterien. Das ist eigentlich ziemlich aufgetaucht, auch schon in deinem Vortrag. So, und jetzt will ich nur mal zeigen, du hast das so schön Konsensbildung genannt. Und genau das ist das, was in der Woche passiert ist. Also unsere Teams haben jetzt zum ersten Mal diese Ziele bekommen und hatten die Aufgabe, oder vielmehr die Coaches hatten die Aufgabe, den Verbesserern das zu vermitteln. Und Zielstellung diese Woche war, fertige T-Modelle dann zu haben. Und hier sehen wir, was da vor Ort passiert ist. Die haben also ein Ziel bekommen, hier irgendwie 5 Arbeitstage Durchlaufzeit. Und dann haben sie erstmal versucht, Indikatoren, also Einflussgrößen darauf zu identifizieren. Und hier sehen wir sehr schön, das ist der Coach, wie er mit seinem Team, bestehend aus 2 Verbesserern und einem Gast, der jetzt hier dabei steht, versuchen das zu erarbeiten. Hier sind die Zeichnungen, mit denen die arbeiten. Hier nochmal die Indikatoren erstmal ermitteln, was für Stellschrauben habe ich und mit was für Skizzen und Prozessdarstellungen arbeite ich. Das sind alles Dinge, die ja in dieses T-Modell eingehen. Und so haben die Teams dann angefangen, ihre das ist das große T-Modell hier, wie wir es bei uns nennen, zu füllen. Hier sieht man, es ist im Aufbau mit ersten Zeichnungen, ersten Skizzen, bestimmten Eindrücken. So sind unsere Tafeln vor Ort. Die ganze Verbesserungsaktivität ist bei uns also vor Ort, hängt die so aus. Das ist also der Stand, wo wir gerade sind, wo wir also jetzt als nächstes müssen wir gucken, wie gut ist uns das gelungen mit diesen Zielen. Sind die Zielzustände wirklich so, dass wir besser daran arbeiten können, dass die Coaches es ein bisschen einfacher haben, dass unsere Verbesserer mehr lernen, aber dass wir auch prozessual weiterkommen. Hier sehen wir unsere nächsten Schritte. Es ist inzwischen eine Menge passiert. Wir sind ein Jahr unterwegs und mein Geschäftsbereich, nämlich Gasturbine, hat inzwischen beschlossen, dass wir das weltweit ausrollen, auf alle unsere Standorte, die Gasturbine machen. Mit einer Zielsetzung bis 2016 sollen 60% aller unserer Führungskräfte aktiv mit der Routine arbeiten, in Klammern, und auch eigenständig in der Lage sein, diese zu verbessern. Und unser aktueller Zustand ist, wir sind in einem Werk unterwegs, haben 3 Abteilungen, die da aktiv sind. Wir müssen halt auf 6 Werke kommen und wir müssen insgesamt 2000 Mitarbeiter erreichen. Wie wir das genau, das muss noch auskonkretisiert werden, wie jetzt der Zielzustand genau aussieht. Da sind wir mit Hochdruck dran gerade. Wir haben bestimmte Hindernisse. Eins davon, unser Haupthindernis ist, dass unsere Geschwindigkeit zu langsam ist. Wir brauchen einfach zu lang. Mit der Geschwindigkeit kommen wir da nicht hin. So, und wir haben auch zu wenig gute Cutter-Trainer. Deswegen werden wir als nächsten Schritt ein eigenes Training für zukünftige Cutter-Trainer entwickeln. Da sind wir gerade dran. Hoffen dann, dass es uns gelingt, dass wir eigenständiger, zumindest viel unabhängiger von externer Unterstützung dann uns selbst weiterentwickeln können. Das ist der Stand, wo wir gerade stehen. Jetzt habe ich das, glaube ich, gefüllt gekriegt. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Fragen bitte.